Geschwister, hört ihr mich gut? Sehr gut. Entschuldigung, hier jetzt. Ihr hört mich doch oder jemand hat. Gut. Als erstes muss ich mich tatsächlich entschuldigen, dass das jetzt hier vom Flughafen auskommt. Die Idee war ja eigentlich, dass wir uns in Berlin treffen. Und da hätten wir uns auch bei uns im Büro mal gesehen. Das haben wir jetzt schon zweimal verschoben. Spätestens nächstes Jahr holen wir das dann aber nach, denke ich. Und bin gespannt, wie wir das dann auch machen können. Dass ich hier in Stuttgart bin, liegt daran, dass ich gestern Abend bei der Deutschen Indianer Pioniermission einen Vortrag gehalten habe über Christ und Politik und dann leider sich der Flug verschoben hat. Ich wäre erst deutlich später geflogen und hätte insofern das alles anders hinkriegen können. Also auf jeden Fall, sorry, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich bin ja als politischer Beauftragter in diesen Tagen, könnt ihr euch vorstellen, mit vielen Politikern im Gespräch. Und für die Politiker ist es ein wahnsinniges Ringen darum, was ist jetzt nötig, damit A, der Frieden in der Ukraine wiederhergestellt wird und B, der Krieg kein Flächenbrand wird. Also dieses Abwägen zu sagen, ich muss den Ukrainern helfen, dass sie sich selbst verteidigen können, völlig klar, völlig logisch. Und auf der anderen Seite, mit welcher Aktion, mit welchem Hebel wird möglicherweise die Bundesrepublik oder andere NATO-Länder plötzlich auch Kriegsparteien. Und was heißt das? Also es ist ein wahnsinniger Druck, der auf den Politikern lastet. Und stellt euch mal vor, Annalena Baerbock, knapp über 40, zwei kleine Kinder, in so einer Situation solche Entscheidungen treffen zu müssen. Ich finde es Wahnsinn und das liegt nicht nur, ich habe jetzt Baerbock als Beispiel genommen, aber das liegt ja auf allen, die sich da entscheiden müssen. Grünen Politiker, die ihre gesamte Friedenspolitik ganz neu denken müssen. Und es ist jetzt wohlfeil, dass jeder noch eine politische Meinung hat, dass jeder noch weiß, ich weiß sozusagen besser, wie ihr das machen könntet und jeder hat eine Idee. Die einen möchten die Russen mehr verstehen und die anderen möchten schneller der Ukraine helfen. Die nächsten sagen, die Sanktionen müssen doch noch schneller gehen. Und jeder hat irgendeine politische Idee. Als Christen haben wir darüber hinaus etwas, was wir manchmal in seiner Wirkkraft überhaupt nicht wahrnehmen, nämlich die Kraft des Gebets. Und was das Gebet für eine Wirkung hat, darauf möchte ich jetzt gerne in den nächsten Minuten ein bisschen eingehen. Ich möchte das aber an den Anfang stellen, bevor ich über das Gebet an sich rede, möchte ich diesen Vers darüber stellen aus Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und Friedenstiften heißt aktiv etwas dafür zu tun. Nicht Frieden halten, nicht einfach ruhig sein, sondern aktiv etwas dafür zu tun. Und das Gebet ist eben nicht nur, ich fliehe mich ins Gebet, wenn mir nichts anderes mehr einfällt, sondern das Gebet ersetzt keine Tat, sondern ist eine Tat, die durch nichts anderes zu ersetzen ist. Das war der Bischof Kehler, der das gesagt hat. Das Gebet ersetzt keine Tat, sondern ist eine Tat, die durch nichts anderes zu ersetzen ist. Am 24. Februar sind die Russen in die Ukraine einmarschiert. Am selben Abend hat ein Freund von mir, ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag, seine internationalen Kanäle genutzt und hat ein Friedensgebet versucht zu organisieren. Am 25. um 20 Uhr waren dann 144 Menschen aus 22 Nationen miteinander im Zoom-Gebet. 24 Stunden später. Und ich war auch dabei, habe mit reingeguckt und es war, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Kraft das hatte. Es begann nämlich damit, dass das Ganze eingeleitet wurde, es gab Bibelworte und dann wurde auf den Maidan geschwenkt und am Maidan stand Pavel Ungurjan, ein Baptist, ehemaliger Minister in der Ukraine und stand direkt am Maidan und hat gebetet für die russischen Mütter, deren Söhne jetzt in den Krieg ziehen müssen. Und dann hat das Ganze umgeschwenkt, wir waren in Moskau. Und in Moskau saß Vitali Blasenko, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Russland, und hat sich entschuldigt bei seinen ukrainischen Geschwistern dafür, dass die Russen den Krieg begonnen haben. Er hat das später in einem offenen Brief auch nochmal formuliert. Und wer ein bisschen die Situation in Russland kennt, der weiß, dass er das ist lebensgefährlich für ihn, diesen offenen Brief formuliert zu haben. Und der Ukrainer, der die Söhne und Mütter der Russen segnet und sieht und der Russe, der seine ukrainischen Brüder um Vergebung bittet. Leute, es war Gänsehaut. Ja. Ich habe gezittert. Ich saß dabei. Ich hatte Tränen in den Augen. Es hat mich so unfassbar gerührt, was da passiert ist.
Und diese Kraft der Versöhnung, die gleich schon auch im Blick hat, dass wir später als Russen und Ukrainer ja wieder in Christus versöhnt sein wollen. Es geht ja nicht nur darum, auch natürlich und schnell den Krieg zu beenden, aber es geht auch um die Frage, wie leben wir denn danach weiter? Wie geht es denn? Und man merkte, diese Kraft kann aus dem Gebet kommen. Wenige Tage später war ich im Berliner Dom. Da waren unter anderem Abgeordnete, da war die Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland, Anna-Nicole Heinrich, da war die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, da waren Geschwister aus der übrigens auch griechisch-katholisch-ukrainischen Kirche, wo wir heute ja auch die Tatjana da haben, Leute aus der Ukraine, aus Russland, und wir haben insgesamt einen Gottesdienst gefeiert. Und unter anderem war es ein Chor, der auf Russisch, dann Ukrainisch, dann Griechisch, Lateinisch und Deutsch einfach nur Herr, erbarme dich gesungen hat. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und die ganze Kirche war von diesem Chor gefüllt. Und wir haben gemerkt, wie durch alle unterschiedlichen Traditionen, durch alle unterschiedlichen Parteiungen, durch alle unterschiedlichen Nationen hindurch dieses Herr, erbarme dich, die Kirche gefüllt hat und unsere Seele gefüllt hat. Und wir gemeinsam vor Gott standen und gesagt haben, wenn irgendwie Frieden möglich sein soll, dann kommt es aus diesem Erbarmen Gottes. Es ist eine Kraft gewesen, die war mit Händen zu greifen, die ging durch die ganze Seele durch. Wieder ein Moment, also der erste Moment, der mich tief ergriffen hat, waren diese Geschwister aus Russland und der Ukraine, die einander segnen. Der zweite Moment war diese vom Gesang und Erbarmen Gottes erfüllte Kirche mitten in Berlin, bei der auch Politiker teilgenommen haben, die davon berührt waren, angerührt waren. Krieg und Frieden, was Gebet damit zu tun hat. Gebet kann unsere Seele aufrütteln. Gebet kann Herzen zueinander führen. Gebet kann Menschen, die verfeindet waren, zu Freunden machen. Gebet kann uns über unsere Traditionen hinweg daran erinnern, was denn das Gemeinsame ist, nämlich unser Herr, mit dem wir in Verbindung stehen. Und das wiederum fördert den Frieden. Im Moment sind wir da noch mittendrin. Wir sind mitten in einer offenen Wunde. Wir wissen noch nicht, wie die Heilung aussieht. Aber wir haben ja Beispiele, wenn wir zurückgucken, dass das auch in der Geschichte schon passiert ist. Ich bin Pastor in Gera. Drei meiner Kinder sind in Gera geboren, in Thüringen, und das hätten wir uns nie träumen lassen. Meine Mutter ist Flüchtlingskind aus Litauen, die war 9, brutalste Fluchterfahrungen gehabt und ist dann in Thüringen gelandet und wurde dann nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel nach Niedersachsen verteilt, also ist im Westen gewesen, obwohl sie nach der Flucht in Thüringen ankam. Und sie hat immer erzählt, nach der Flucht und den Erfahrungen im Lager und in Polen, und war für sie Thüringen das gelobte Land. Da hat sie zum ersten Mal eine Stelle gefunden, sie konnte zur Schule gehen, Menschen, die gut waren, und dann war sie weg. Und sie hat uns immer erzählt, Thüringen, das ist das, also da sind sie sozusagen nach dem Krieg angekommen, da waren gute Menschen, da ist sie konfirmiert worden, da war ein toller Pfarrer. Also das war alles erfüllt von Gutem, aber da war eine Mauer, wir konnten da nie hin. Und dann sind 3 ihrer Enkel in Thüringen geboren. Also meine Mutter war das ist paradiesisch geworden, ja, dass das möglich war. Und wie ist das möglich geworden, dass dieses Kriegstrauma für meine Mutter zu einer guten, heilsamen Erfahrung geworden? Weil die Mauer gefallen ist. Und wie ist es möglich, dass die Mauer gefallen ist? Es ist passiert bei Menschen in Leipzig, in Plauen, in Berlin und an vielen anderen Orten gebetet haben. Ja, ich bin, wenn wir die katholische Schwester hier haben, wenn man in Israel war, in der Empfängniskirche in Nazareth, gibt es ein Geschenk der bayerischen katholischen Kirche, der katholischen Kirche aus Bayern, wo man Maria sieht, die über 2 Kindern, einem Mädchen und einem Jungen, die Hände hält. Und zwischen denen ist eine Mauer. Und dann ist das Symbol dafür sozusagen, dass sie beide Deutschland sieht. Das ist in den 70er Jahren schon geschenkt worden, mit dem Ziel zu sagen, dass wir aus dem Gebet heraus, nicht meine Tradition über die Matrienförmigkeit, aber die Idee dahinter, dass aus dem Gebet heraus Deutschland wieder eins werden kann, war schon in den 70er Jahren von diesen katholischen Bischöfen ein Anliegen, sonst hätten sie dieses Bild nicht so geschickt und geschenkt. Der Katholik Helmut Kohl hat gesagt, er hat bis zur Wiedervereinigung jeden Tag dafür gebetet. Jeden einzelnen Tag hat er für die Wiedervereinigung gebetet. Und dann kamen die Friedensgebete, dann kamen Gebetsbewegungen. In Deutschland sind Gebetsbewegungen entstanden, wie Fürbitter für Deutschland. In
in der DDR ist die Friedensdekade entstanden. Und dann gab es die Friedensgebete, die jeden Montag stattgefunden haben. Und dann irgendwann sind die Mauern gefallen. Sie sind gefallen. Ich sage manchmal, ich weiß aus der Geschichte nur von zwei Geschichten, dass die Mauern gefallen sind. Das eine war in Jericho, das andere war in Berlin. Ja, und das eine Mal waren wir mit dabei. Wir, du und ich, geschichtlich. Das andere müssen wir lesen in der Bibel, aber einmal waren wir live mit dabei. Das heißt, neben dem, dass das Gebet Feinde versöhnt, neben dem, dass das Gebet unsere Seele berührt, setzt das Gebet politische Kraft frei, weil es eine Verheißung hat von Gott. Da, wo Menschen beten, werden andere Menschen frei. Da passiert Versöhnung, da passiert Frieden, da fallen Mauern. Für mich eine unfassbare Zusage, die wir über das Gebet von Gott bekommen haben. Ich war ja gestern bei der Deutschen Indianer Pioniermission und habe ich gefragt, also die arbeiten in Brasilien und Paraguay unter sogenannten indigenen Stämmen. Völker, die bis zu 1000 Leute groß sind, ganz kleine, und die über Jahrhunderte verfeindet waren mit Blutrache, mit Kannibalismus und also mit Frauen, die man gegenseitig geraubt hat. Also wirklich grausam. Und wenn dann irgendwelche Romantiker immer sagen, wir wollen diese Kultur der Völker bewahren, dann müssen sie auch wissen, das sind auch die Völker, die ihre Kinder mit Sand erstickt haben, kurz nach der Geburt und weiß ich was alles. Und ich habe gefragt, wenn da Leute zum Glauben gekommen sind, wodurch ist das passiert? Gab es einen Schlüssel? Gab es irgendetwas, wo man gemerkt hat, jetzt passiert tatsächlich ein Durchbruch für das Evangelium? Und dann haben mir zwei ehemalige Missionare, die mittlerweile im Ruhestand sind, der eine war in Paraguay, der andere in Brasilien, richtig im Busch, die haben in der Hütte bei den indigenen Völkern gelebt. Sie haben gesagt, sie haben zweimal erlebt, dass richtig eine große Gruppe zum Glauben kam, und beides Mal war der Schlüssel dafür Versöhnung. In beiden Fällen war es so, dass, also einmal war ein Mord und das andere war eine Kindstötung, und in beiden Fällen sollte Blutrache passiert werden. Und sie haben es dann geschafft, den, der die Blutrache üben wollte, so im Gebet und in der Seelsorge zu begleiten, dass der darauf verzichtet hat. Und der Verzicht des einen auf die Blutrache hat für die anderen dazu geführt, dass sie zum Glauben gekommen sind. Das kann ja nicht sein. Das geht nicht. Kommt in unserer Tradition nicht vor. Also der Durchbruch für das Evangelium war die Versöhnung, der Friede, das Aufeinanderzugehen. Und dieser Teil ist für mich etwas, den ich absolut wichtig finde. Wenn wir jetzt für die Ukraine beten, aber auch die anderen Länder, wenn wir für Afghanistan beten und vieles, vieles andere, dann ist der eine Punkt, Herr, erbarme dich, schenk uns jetzt und hier und heute Frieden. Lass die Menschen zur Ruhe kommen, bewahre sie einfach von allem. Das zweite aber ist, schenke auch Möglichkeiten der Versöhnung. Schenke Möglichkeiten, die nach vorne gehen, die Perspektiven aufzeigen. Und da bin ich ziemlich begeistert für alle diejenigen, die sagen, wenn ich bete, wenn ich Menschen segne, dann merke ich, dass da tatsächlich etwas passiert, ja? Dass Gottes Arm sich bewegt und dass das möglich wird. Krieg und Frieden, was das Gebet damit zu tun hat. Ich glaube, ich habe schon einiges gezeigt, einiges gesagt und möchte einen letzten Aspekt noch ansprechen. Das Verrückte ist, dass dieses Gebet eben nicht nur uns Christen berührt, dass es nicht nur eine Dimension hat für die Beteiligten, sondern es ist auch ein Zeugnis für Dritte. Ich habe neulich mit einem Politiker mich unterhalten. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil es ja auch aufgezeichnet wird. Das war ein vertrauliches Gespräch, aber der hat eine nicht ganz unwichtige Funktion auch in der Bundesregierung. Entschuldigt, jetzt kommt hier gerade eine Durchsage. Der hat eine nicht ganz unwichtige Funktion in der Bundesregierung, ist aber nicht besonders religiös beleckt. Also hat nicht viel Ahnung von Religion, Glaube, Christentum. Und wir saßen zusammen und haben über vieles geredet. Und am Ende des Ganzen sagt er mir übrigens, also auch wenn ich jetzt nicht besonders kirchlich bin oder so, aber eine Sache muss ich schon sagen, mich hat total beeindruckt, wie nach dem Einmarsch der Russen die Kirchen sofort angefangen haben mit Friedensgebeten. Und ich habe den Eindruck, dass Sie als Christen eine Sprache finden in dieser Zeit, indem Sie die Gebete formulieren, die haben wir nicht Christen gar nicht. Die kennen wir gar nicht. Ich hatte das Gefühl, Sie finden Worte und es gibt eine Kraft, einen Trost, den haben wir nicht. Also ein nicht ganz unprominenter Politiker aus Berlin erzählt mir, er selber hat keinen religiösen Zugang, aber er ist beeindruckt und bewegt von dem, was Christen in dieser Zeit im Gebet machen können.
Also ein Teil, den das Gebet mit Krieg und Frieden zu tun hat, es ist ein Zeugnis für Dritte, es ist ein Zeugnis für andere. Wenn wir Konflikte nehmen und uns nicht als zusätzliche Konfliktpartei mit einmischen, sondern sagen, wir als Christen nehmen das auf, um zu beten, um zu segnen, um Stimme zu geben, dann ist das ein Zeugnis für Nicht-Christen. Es ist ein Zeugnis, was eine Rolle spielt. Nicht umsonst waren in der Wendezeit die Kirchen voll. Ja, nicht weil es der einzige Ort war, wo man hin durfte, sondern auch, weil man da etwas gespürt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir dieses Zeugnis kaputt machen, zerstören, dann geht es natürlich auch schief. Ich war 2014 in Kiew bei einer Veranstaltung von unterschiedlichen Kirchen. Und da haben Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche, dann der ukrainisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats und der ukrainisch-orthodoxen Kirche Kiewer Patriarchats, also drei verschiedene orthodoxe Kirchen gibt es ja in Kiew, die haben alle drei, statt das Verbindende zu sehen, übereinander geschimpft und einander, ja, ich will nicht sagen verflucht, aber es war schon unfassbar, wie die miteinander umgegangen sind. Und das Ganze war eigentlich in einem Gebetsfrühstücksbewegung, bei der Gebetsfrühstücksbewegung, wo es darum ging, das Einheitliche zu suchen. Aber alle drei haben einander, ich sag mal, verdammt verurteilt. Und da habe ich gedacht, das ist genau das Gegenstück. Und was wir jetzt und heute brauchen, ist, dass wir genau dieses Trennende nicht betonen, sondern dass wir über alle Grenzen hinaus sagen, wie auch immer du geprägt bist, ob du Baptist bist, ob du Lutheraner bist, ob du orthodox bist, ob du katholisch bist. Wir brauchen den gemeinsamen Blick auf Jesus. Wir brauchen keine nationalen Präsidenten, die wir als Hüter vorziehen, weder Putin noch haben wir das bei Trump gebraucht, sondern wir brauchen den gemeinsamen einen Herrn, Jesus Christus. Und alles andere trennt uns mehr, als dass es uns verbindet. Zusammengefasst, Krieg und Frieden, was das Gebet damit zu tun hat, wir haben in Deutschland erlebt, dass das Gebet die Mauer zu Fall gebracht hat. Und wir vertrauen darauf, dass in der Ukraine das Gebet die Seelen von Menschen berühren kann, Feinde miteinander versöhnen kann und dass eine Zukunft für dieses Land im Gebet möglich ist, weil der lebendige Gott dazu steht. Und um das zu realisieren und um ein Zeugnis zu sein, auch für die Welt, müssen wir es in Einheit tun und auf den gemeinsamen Herrn gucken und nicht auf das Trennende. Amen. Wow, herzlichen Dank, lieber Uwe, für diesen starken Impuls, wie stark das Gebet ist, dieses Beispiel, wo das Gebet die Mauern zu Fall gebracht hat, Jericho und Berlin. Und Jericho haben wir nicht erlebt, Berlin haben wir erlebt. Manche auch aus nächster Nähe von uns. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was das für uns bedeutet hat damals, dieses Gefühl, dieses Ereignis, dieses, was viele Menschen schon nicht mehr geglaubt haben. Das sehen wir, zu was Gebet in der Lage ist. Wenn wir ansonsten hilflos sind, ansonsten uns nur ärgern können, ansonsten nur Mitleid verströmen können, aber das ist zu wenig, das hilft niemandem. Das starke Gebet dafür, das hilft, das verändert. Das verändert in dem Fall auch Geschichte. Das verändert in dem Fall auch die Aggression, die Aggressoren. Ich möchte dich bitten, im Anschluss, nach einem ganz kurzen Stopp der Aufzeichnung, im Anschluss, ein kurzes Friedensgespräch, Gebet für uns zu machen. Ja? Mhm.